Wir haben eventuell Al-Azad in der Hauptstadt entdeckt. Das erste Bataillon ist auf dem Weg. Aufklärungsdaten des SAS lassen vermuten, dass Al-Azad einen russischen Sprengkopf besitzt. Wir müssen uns beeilen. Noteinsatzteams wurden losgeschickt. Unsere Spezialeinheiten haben den Großteil der Luftverteidigung ausgeschaltet, aber Al-Azads Bodeneinheiten sind noch eine Bedrohung. Sieht aus, als würden wir mit dem vollen Programm angreifen. Wir schnappen Al-Azad und beenden diesen Krieg. Jetzt und hier. Los, Marines! Hol die Jungs hier raus!
Wir sind's, Captain. Raus hier, bevor sie sich neu formieren. Aufrollen, der Ray. Aufrollen, voll aufrollen. Alles sicher. Und auf! Apfel, los doch, los doch! Hat eine mögliche Atomwaffe in Al-Azad-Palast im Westen entdeckt. Nukleare Noteinsatzteams sind unterwegs. Alle zurückziehen, bis die Waffe als sicher eingestuft wurde. Over. Scheinbar eine Atombombe in seinem eigenen Land. Vielleicht der Beginn einer größeren. Mehr als 15.000 Marines waren an der Operation zum Zeitpunkt der Explosion beteiligt. Es gibt keine Bestätigung, ob Al-Assad unter den Opfern des vermeintlichen Selbstmords... Bislang ist noch nicht bestätigt worden, wer und warum die Atombombe gezündet hat. Doch erste Berichte von der Front lassen darauf schließen,
dass Khalid al-Assad Friedenskommandant der Verantwortlichen. Detonation. Radioaktiver Niederschlag im Umkreis von 12 Kilometern. Epizentrum bei ND058680. Sofortige Evakuierung aller Männer innerhalb der Kernzone angeordnet. Kontaminationszentren werden eingerichtet und sind innerhalb von 2 Stunden voll einsatzbereit. Das Personal wird angewiesen, den IM93ADE-Dosimeter zu überprüfen und den Grad der Strahlungskontaminierung zu messen. Personen mit stark erhöhten Werten werden aufgefordert, sich schnellstmöglich unter medizinische Aufsicht zu begeben.